Und ein herzliches Willkommen zurück bei Son of Rome, also Rise, Son of Rome. Und ich bin von der Gameplays als Hobby. Wir sind hier in diesem Amphitheater, sollten eigentlich den Pilatus waren. Der ist allerdings tot. Okay. Okay, wie der da liegt. Wir sollen Barbaren töten als Auftrag und hier wurden wir gerade gebeten, hierher zu kommen. Machen wir das doch. Vater! Sie kommen, Marius. Sie jagen uns. Aber warum? Speicherpunkt. Warum gibt es hier keine Pilums? Tippe und dann an, um in den Kampf schnell ein Pilum zu werfen. Aha. Da kam ich jetzt aber schnell dahin. Wow, sogar ein Bein noch mit abgemacht. Ich hoffe, ich habe noch Gesundheitsbonus. Yep. Jawoll. Gib mir Gesundheit. Stirb! Komm her! Geht doch! Oh, meine Gesundheit ist auch schon wieder voll! Na los! Einfach mal das Gesicht platt treten, auch nicht verkehrt. Wir können nicht auf das Land, Marius. Muss zurück und die Brücke herablassen. Also ich habe nur eine gewisse Anzahl an Pilums, 4 Stück, wie ich gesehen habe. Räume den Weg für Leonidius frei. Gelange zum Forum. Gelange zu Pluspunkten. Guck mal, der zappelt noch, den ich das Bein und den Arm abgeschnitten habe. Abgeschlagen, nicht geschnitten. Okay, da kann ich nicht rüber. Tolle Graffitis hier. Ist wohl in der Großstadt üblich, dass es Graffitis gibt. Da kann... Ach so. Da kann ich hoch. Hier gibt es wohl nichts. Schön, dass blaue Tücher ausgelegt wurden, da wo man hochgehen kann. Speiserpunkt. Was haben wir denn da? Fisch. Ist hier was versteckt? Nope. Ich sehe nichts. Senk die Brücke, Marius! Hilf mir hinüber! Das ist es wohl nicht. Mit Hilfe von Pila kannst du mit Ent... Was ist Pila? Ach so. Jawohl! Zum Forum, Marius! Halt bloß nicht an! Gelange zum Forum, alles klar.
Ach so. Mensch, was er alles kann hier. Kann ich da denn jetzt auch hoch? Nee. Noch mehr als du. Dein Vater würde sich schämen. Er wird bald tot sein, weißt du? Dein Vater! Greif gemeinsam an! Fast ihn! Ich werde dich aus. Ja, wieder zweimal genau den gegengesetzten Farben gedrückt. Ein Soldatentreffer. Oh, super. Immerhin etwas. Wir haben nicht viel Zeit. Zeit wofür? Vater! Kommen die Barbaren eigentlich schon alle hier in Rom rein? Ich dachte, das spielt vor 10 Jahren. Zumindest stand es am Anfang vor 10 Jahren. Und die sind hier schon in Rom. Das heißt, haben wir 10 Jahre lang in Rom geknüppelt oder was? Kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Drücke U zu verbessern. Verbesserungen sind eine der Schlüssel zum Erfolg in Rise. Aha. Drücken wir doch nochmal U. Fähigkeitenverbesserung und welche Überraschung, es geht nichts. Alles kostet Gold, aber ich habe kein Gold. Ach so. Mit Ehre kaufen. Ach so, entweder Ehre oder Gold. Ah, jetzt verstehe ich. Ja cool, ich habe schon 104.000 Ehre. Kauf bestehen, Gesundheitskapselverbesserung, Rekrut. Mit Ehre kaufen. Das heißt, meine Gesundheit ist jetzt höher geworden, ne? Fügt dem Gesundheitsbalken zusätzliche Kapseln hinzu. Erhöht die Größe der Gesundheitskapsel. Okay. Fokus. Jetzt habe ich wieder Hellblade im Sinn. was haben wir denn hier? Fokusverbesserung. Verringert die Verbrauchsrate der Fokuskapsel um 3%. Erhöht die Größe jeder Fokuskapsel um 10%. Erhöht die Fokuskapazität auf 3 Kapseln. Mhm. Was ist Zuwachs? XP. Erhalten XP für erfolgreich ausgeführte Manöver werden um 1% erhöht. Erhöht die erhaltene Fokuspunkte nach erfolgreich ausgeführten Manövern um 1%. Kampf, denke ich mal, ist wichtiger. Erhöht die Inventarkapazität aller Projektile auf 5. Okay, warum nicht? Mit Ehre kaufen. Habe ich genügend. Verbesserung. Brennender Adler. Marius erreicht den Modus Brennender Adler nach 11 perfekten Treffern. Werde ich bestimmt niemals hinbekommen, aber gut, okay. Hier schon nach 10. Okay. 6 Pilums, 7 Pilums. Das andere geht noch nicht. Ich habe da so viel Ehre. Komm, machen wir das doch mal alles. So. Kampf haben wir schon mal voll.
Wieso habe ich eigentlich so viel Ehre? Es ging in der Hinsicht ja dann echt schnell. Gesundheit finde ich ganz wichtig. Zweimal 10.000, das kriegen wir auch noch hin. Dadurch würde ich mal sagen, haben wir Leben schon voll. Das hier geht anscheinend nämlich noch nicht. 7.000, können wir alles nochmal dreimal machen. Oder Zuwachs. So. So, ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt mal so. Mehr geht jetzt eh nicht mehr. Und Spiel fortsetzen. Haben wir denn noch irgendwo Pilums? Nee, ne? Ah. Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Die grüne Pflanze sieht so aus, könnte man sie mitnehmen. Kann man aber nicht. Wow, habe ich jetzt viel Gesundheit. Sehr schön. Oh, Prätorianer. Ich lauf nirgendwo hin. Ups. Jetzt habe ich schon ein paar Centurio-Treffer gehabt. Sehr schön. Ja, geht doch. Alter, nee. Ja,
Wie viele gibt's denn noch? Meine Güte, töte die Angriffe deines Vaters. Irgendwo da hinten, okay. Oh, hier haben wir Pilums. Wo kommt der schon wieder her? So, jetzt haben wir alles voll, sehr schön. Haben wir denn sonst noch irgendetwas hier? Meine Güte, was ein Kampf. Aber, wie schon gesagt, es wird besser. Und tatsächlich, es würde besser. So, hier gibt es sonst nichts zu kaufen. Das war mir so klar. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Vor wem? Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbarenschweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der zweiten, oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Ich wurde befördert. Ich nehme an, je höher der Rang, desto besser. Wie viele Errungenschaften, ey. Oh, wir sind wieder 10 Jahre später. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab. Und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Hammer. Thank you.
Nee, Mann, ich muss jetzt die Ketten lösen. Erreiche das Ufer, senke die Hafenkette ab. Wusste ich's doch. Es tut mir leid. Schön, dass man mit Rüstung schwimmen kann. So, mit es tut mir leid hat er wohl den Soldaten gemeint, weil ich dem seine Waffen und seine Rüstung genommen habe. Ich muss sagen, von der Grafik her ist das Spiel echt beeindruckend. Dabei ist es auch schon etwas älter. Aber ist klasse. Oh. Gibt es hier was? Nee. Außer Leichen gibt es hier nichts. Ausschalten wird unsere gesamte Flotte zerstört. Okay. Die sind schon eine Weile tot. Neue Schriftrolle entdeckt. Wie gesagt, schade, dass man die nicht mehr direkt lesen kann. Okay, die Sachen sehen immer gleich aus. Eventuell nur mal eine andere Farbe oder sowas. Und die Gegner sehen, glaube ich, auch immer gleich aus. Halte oder gedrückt, um einen heftigen Angriff auszuführen. Okay. Nochmal so ein Dicker. Stell dich deinem Tod. Ich geb dir gleich tot. Geht doch. Kommt. Die Reste der 14. und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Die Ketten haben den Hafen abgeriegelt. Unsere Schiffe kommen nicht durch. Überlebende gerettet? Nicht gerade viel. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch mehr finden. Ich nehme es mal an. Da sind noch ein paar. Warum läuft er auch so unüberlegt einfach davor? Drücke links Shift, um Pfeile auszuweichen. Dies ist deine beste Option gegen Pfeile. Okay. Ich habe keine Peelings mehr, das ist ja blöd. Oh. Wo bin ich? Hades
paar Männer zu retten. Ja, Marius. Ja, Marius. Müller-Westernhagen. Ein Speicherpunkt. Hast du nicht erwartet, Grüner? Von deinem eigenen Kettenturm zerschmettert. Gib das jetzt her. Ja, geh doch näher. So, geh doch. Manchmal habe ich das Gefühl, die Reihenfolgen ändern sich immer. Mit den Farben. Sucht weiter nach Überlebenden. Ich kümmere mich um sie. Lass mich hier wie in den Fettsack hier umbringen. Jetzt bist du dran, mein Freund. Fokus könnte ich gebrauchen, mal langsam. Das ist bei mir komplett leer. Der hier hat was. Ein Pilum. Ja, cool. Gibt es sonst etwas, wo einen sammeln? Nö, ne? Okay, Pause. Ah, wir sind bei 29 Minuten, das heißt, wir sind so gesehen durch. Bevor ich jetzt in den nächsten Kampf verwickelt werde und dann kommen wir auf jeden Fall über 30 Minuten, das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, das war der dritte, vierte Teil von Wise Son of Rome. Da vorne links steht, oben links. ja, mit von Lyra, Gameplay als Hobby und mir machte Spaß. Es ist cool, gut, es ist ein bisschen brutal, aber gut, okay, ich hoffe, es gucken keine Kinder mit. aber trotzdem ein cooles Spiel, es macht Spaß auf jeden Fall. Klasse hergestellt, inszeniert, die Grafik ist wunderbar ausgearbeitet, aber irgendwie hängt das Spiel noch mittendrin so ein bisschen. Obwohl, ich habe das schon mal ausgetestet, sogar mit 4K, das hier ist jetzt nur 2K. Die Aufnahmen laufen flüssig, also auf 60 FPS so gesehen und daran wird es anscheinend nicht liegen. Das ist wohl ein Bug irgendwie, sowas nehme ich mal an, dass es so ein bisschen mal hängt. Von einem Kampf abschließen und zum nächsten Kampf direkt übertreten oder sowas. Das liegt wohl am Spiel. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem auch euer Spaß und eure Freude dabei, mir zuzugucken und seid hoffentlich beim nächsten Teil wieder mit dabei. Ja, das war von Nöher Gameplays als Hobby und ich wünsche euch noch viel Spaß und lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Tschüss.